Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, dem 12. Teil der drei Bücher die Reihe. Und ich hatte da ja im letzten Jahr nach Wünschen gefragt auf Instagram, findet ihr unten in der Infobox, welche Themen ich hier an Büchern so ein bisschen vorstellen soll, was ihr euch da so ein bisschen wünscht. Und das ist jetzt so ein Thema, was im letzten Jahr noch ein bisschen anders klang, nämlich auf welche Bücher ich mich in diesem Jahr noch freue. Da das ja im November war, wäre es natürlich auf November und Dezember abgezielt worden. Und ich habe das jetzt ein bisschen umgewandelt und möchte so über die Bücher sprechen, auf die ich mich im dritten Quartal jetzt freue. Denn wir sind ja tatsächlich schon in der zweiten Hälfte des Jahres und ich habe jetzt mal drei Bücher, ich glaube jeden Monat eins, richtig rausgesucht, auf die ich mich besonders freue, die schon sehr lange jetzt auch auf der Wunschliste stehen, seit sie angekündigt wurden. Und ich packe euch die Playlist zu dieser Reihe unten in die Infobox und ihr findet auch die Bücher natürlich unten in der Infobox. Und wenn ihr jetzt irgendwie noch Themenwünsche habt zu drei Büchern, die, dann schreibt die auch gerne in die Kommentare. Und, ich hoffe, ihr habt euch jetzt vielleicht noch so die ein oder andere Idee oder euch fällt noch irgendwas ein, worüber ich noch nicht gesprochen habe, dann packt das super gerne in die Kommentare. Dann geht diese Reihe gerne auch in naher Zukunft sozusagen weiter. Und wir starten jetzt aber mit den drei Büchern für das dritte Quartal und beginnen mit dem Buch, was jetzt am 19. Juli erscheint. Ich blende es euch auch ein. Und zwar Das Mädchen, das in den Wellen verschwand von Axie O. Das Buch habe ich bestimmt schon 2 Jahre, ja, so grob wahrscheinlich auf der Wunschliste, nämlich als es im Englischen erschienen ist, weil mich das Cover total angesprochen hat und es eben auch um die asiatische Mythologie geht. Und ich war da irgendwie von dem Klappentext total angesprochen, hatte auch lange überlegt, es mir mal irgendwie auf Englisch zu holen. Ich kann auch gar nicht mehr sagen, was so richtig dagegen gesprochen hat. Und dann wurde es eben angekündigt, dass es übersetzt wird. Und von daher, ja, freue ich mich da sehr drauf. Denn es heißt, zwischen Sturm und Schicksal, jedes Jahr wüten in Minas Heimat tödliche Stürme. Und jedes Jahr wird das schönste Mädchen in die Fluten geworfen. Denn eines Tages, so die Legenden, soll die wahre Braut des Meeresgottes auserwählt werden und den Unwettern ein Ende bereiten. Doch dieses Jahr greift Minas Bruder in das Ritual ein und gerät dabei in Lebensgefahr. Um ihn zu retten, opfert Mina sich freiwillig. Im Reich der Geister stellt sie allerdings fest, dass auf dem Meeresgott ein Fluch liegt und ihr nur 30 Tage bleiben, um ihn zu brechen und die Stürme für immer zu beenden. Es soll eine atmosphärische Fantasy-Welt sein, die sich um die koreanische Mythologie kümmert, voller Magie, Wunder und Romantik. Und es ist wohl ein Retelling der Shim-Shu-Cheong-Saga mit ganz viel Abenteuer, Empowerment und Highlight für alle Fantasy-Fans. Und ich finde, das klingt irgendwie schön. Also ich mag ja ich bin Fantasy-Mädchen. Ich liebe es, wenn wir hier starke weibliche Charaktere haben. Und ja, ich finde es immer toll, wenn man sich irgendwie familiär da so einen Bund hat, dass man sich dafür opfert. Und ja, bin natürlich auch gespannt, was es mit dem Fluch zu tun hat. Und wir werden ja scheinbar auch ein bisschen in der Unterwasserwelt unterwegs sein. Und das klingt einfach nach einem Setting, das wirklich absolut, förmlich nach mir ruft. Und auf dieses Buch freue ich mich jetzt im Juli und dementsprechend in Q3 auch besonders. Im August erscheint dann ein Markus Heitz, den ich super spannend finde, nämlich am 21. August. Ich habe früher relativ viel von Markus Heitz gelesen, gerade so diese ganze Judasfluch, Vampirreihe. Ich habe mit den Zwergen angefangen, ich habe mit diesen Türenbüchern begonnen und irgendwie war dann aber mein Markus Heitz jetzt für so 3, 4, 5 Jahre irgendwie so aus meiner Ferne. Und freue mich jetzt umso mehr, als ich die Schwarze Königin gesehen habe, die eben besagt im August beginnt. Und ich dachte, das klingt nach einem Buch für mich. Denn es ist blutig, actionreich und auch dramatisch. Und wir haben hier Vampire, die scheinen jetzt also sozusagen mal wieder in den Trend zu kommen. J. Christoph hat es ein bisschen vorgemacht. Und ich freue mich auf Vampire, die eben einfach wirklich düster sind, dunkel sind. Und es soll hier eben auch eine Dark-Fiction-Roman sein. Und da bin ich mega, mega gespannt. Ja, wir sind in der Gegenwart und es gibt einen Busausflug nach Prag. Und der läuft aber dann doch anders, als der junge Len es sich hätte ausmalen können. Auch wenn seine Großmutter immer behauptet hatte, er sei ein Draeculesti und der letzte Nachfahre von Vlad II., bekannt als Dracula, hat er es selbst nie geglaubt, bis er in Prag von Vampiren gejagt wird. Denn Vlad und seine Familie galten als erbitterte Feinde der Blutsauger. Nun fürchten sie, dass Len ein Vorbote ist für die Rückkehr der Schwarzen Königin. Sie wollen über ihn an die alten magisch-alchemistischen Aufzeichnungen der geheimnisvollen Herrscherin gelangen.
Dumm nur, dass Len nicht den blassesten Schimmer hat, sowohl von der Vergangenheit als auch von dem Kommenden. Und sein einziger Verbündeter sind eine Ex-Geschichtsprofessorin und seine Bekannte Clara, die ihn via Internet begleitet, sofern es Empfang gibt. Und dann sind wir im Jahr rund 1400 und da treffen wir auf Barbara und Kili und Vlad, der Vater des späteren Pfehlers, und die lernen sich in ihrer früheren Jugend am royalen Hof in Buda, Deutsch Ofen, kennen. Er als Geisel für König Sigismund, sie als Gemahlin des 20 Jahre älteren Mannes. Doch sie verbindet bald viel mehr als tiefe Liebe, viel liebevolle Freundschaft, der Kampf gegen Blutsauger, die in Städten unter der Erde Siebenbürgens und der Walachei leben. Von dort aus manipulieren die Strigoi die Menschen und halten sie als Nahrung. Und Barbara nutzt über die Jahre ihr vielfältiges, okkultes und alchemistisches Wissen, um gegen deren Fürsten anzutreten. Vlad, sein Schwert. Das Zauberbuch Abramelin ist eine wichtige Stütze für die junge, schöne Frau, die bald schon Schwarze Königin genannt wird. Doch die Magie und ihr Tun haben grauenvolle Auswirkungen auf sie selbst. Und ich bin mega gespannt. Allein auf die Gegenwart, dass wir in Prag sind, dass wir hier auch Vampire treffen, dass wir hier einen scheinbaren Nachfolger haben. Und dann haben wir das Jahr 1400 und sind hier wirklich auch am royalen Hofe. Und ich glaube, wenn das einer düster und spannend schreiben kann, dann ist es Markus Heitz, der mich ja früher auch schon mit seinen Vampirgeschichten wirklich mehr als begeistert hat und mich gut unterhalten hat und wirklich so diesen Grusel-Horror-Faktor für mich richtig rübergebracht hat. Und ja, es wird blutig, ich hoffe nicht zu blutig, und ich hoffe hier auf Spannung und Action und eine tolle Verknüpfung von Gegenwart und Vergangenheit und bin besonders auch auf das 14. Jahrhundert gespannt. Und ja, bin da einfach super neugierig und ihr könnt mir natürlich auch gerne mal sagen, ob sowas was für euch ist. Und dann kommt Anfang September das neue Buch von Carsten Henn, die Butterbrotbriefe. Carsten Henn mochte ich besonders mit dem Buch Der Buchspazierer und ich fand auch den Geschichtenbäcker, glaube ich, ja, hat mir auch gut gefallen, war kein so Highlight, aber war definitiv gut. Und jetzt kommt eben das neue Buch, die Butterbrotbriefe, und das klingt auch schon wieder so richtig wohlfühlig und ja, so lebendig und so eine schöne Lebensgeschichte. Und ja, ich habe natürlich auch Autoren, die so auf meiner immer mal guck Liste stehen. Also kommt da was Neues, kommt da was Spannendes, und freue mich dann natürlich tatsächlich, wenn ich etwas angekündigt sehe, und so eben auch, ja, wenn hier der Autor vom Buchspazierer etwas Neues schreibt. Es soll ein warmherziger und poetischer Roman über zwei Menschen sein, wie Sonne und Mond, über den Konflikt von Liebe und Freiheit, von Unabhängigkeit und dem Wunsch nach Zugehörigkeit. Ja, wer schreibt heute noch Briefe? Richtige auf Papier mit der Hand. Kathi Waldstein, die mit fast 40 ein neues Leben beginnen will und Abschiedsworte für alle verfasst, die sie geprägt haben. Egal auf welche Art. Eine freundliche Supermarktkassiererin, eine strenge Mathelehrerin, ein gleichgültiger Ex-Mann, 27 Briefe insgesamt, geschrieben auf Butterbrotpapier, das ihr Vater über Jahrzehnte für sie gesammelt hat. Dann trifft sie auf Severin, der sein Leben als Klavierstimmer wegen eines von ihm verschuldeten Unglücks hinter sich lassen musste, der aber fest glaubt, dass Kathi und ihr Heimatort sein Schicksal sind. Die beiden scheinen füreinander bestimmt und finden dennoch nicht zueinander, bis Kathi erkennt, dass sie sich von der Vergangenheit nicht verabschieden muss, um ihre Zukunft zu begegnen. Und Severin begreift, dass es nur eine Zukunft hat, wenn er lernt, seine Vergangenheit anzunehmen. Denn das Schicksal bestimmt vielleicht, wer in unser Leben kommt, aber das Herz, wer darin bleibt. Humorvoll, klug, leicht und poetisch. Und es soll zum Nachdenken anregen und soll pures Leseglück sein. Und ihr merkt es, ich bin direkt gerührt und finde gerade diesen Satz, denn das Schicksal bestimmt, wer in unser Leben kommt, aber das Herz, wer darin bleibt. Das ist so schön und das trifft es auch genauso, und ich freue mich da sehr drauf. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, ob er hier an dem Buchspazierer anknüpfen kann, was mir wirklich wahnsinnig gut gefallen hat, ob es emotional in diese Richtung geht, ob es uns ja, einfach einfangen kann mit dem poetischen Stil, wie die Liebesgeschichte ist, ob es nicht zu kitschig vielleicht sogar werden könnte. Und ich freue mich da einfach sehr auf das neue Buch von Carsten Henn. Und ja, freue mich, was da jetzt noch die nächsten Monate so ein bisschen erscheint. Sagt mir gerne mal, ob wir das vielleicht auch nochmal fürs vierte Quartal machen wollen. Ich bin ja nicht immer mehr so der Fan von den Neuerscheinungsvideos, weil ich immer so denke, ich möchte mich gar nicht so mit all den ganz vielen tausend Neuerscheinungen beschäftigen. Ich freue mich immer mal, wenn die so über, ja, vielleicht doch zielgerichtete Umwege zu mir finden, aber ja, so drei oder fünf vielleicht pro Quartal
Insofern man das dann so eingrenzen kann, wären ja machbar. Also wenn euch das irgendwie interessiert oder ihr sagt, ach, die Neuzugänge reichen, da kriegt man genug Lesestoff mit, was auch absolut stimmt, dann wäre das auch okay. Ja, das waren jetzt drei Bücher, die in diesem Quartal noch erscheinen und ich mich besonders freue. Ich bin sehr gespannt, ob ihr Bücher im Blick habt, auf die ihr euch vielleicht noch freut in diesem Monat oder auch in den nächsten Monaten. Schreibt mir die gerne in die Kommentare. Ich freue mich da sehr auf unseren Austausch und ihr findet die Playlist und auch die Bücher natürlich unten in der Infobox. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Macht es gut, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.